Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich betrachte diesen Entwurf als Übergangsregelung. Deswegen kann er auch mit der Mehrheit im Haus hier einfach beschlossen werden, damit wir die formalen Voraussetzungen schaffen, überhaupt Deputationen zu wählen. Das kann man machen. Ich betrachte das aber auch, so habe ich den Kollegen Schöpe und Güldner auch interpretiert, dass wir dann nochmal in eine Runde gehen und überlegen, was kann man eigentlich tun, um ein Gesetz zu verabschieden, was durch alle Fraktionen in diesem Haus getragen wird. So gesehen teile ich die Kritik von Herrn Röwekamp, Herrn Kollegen Röwekamp an dem Verfahren, weiß aber auch, dass man die formalen Voraussetzungen schaffen muss, um jetzt Deputationen zu wählen. Deswegen kann man die formalen Voraussetzungen schaffen. Und meine Werbung ist, dass wir tatsächlich uns noch mal hinsetzen und gucken, ob wir nicht im Rahmen nächster Zeit, im Rahmen der Legislatur, das Gesetz so ändern, dass alle damit zufrieden sind. Und ich bitte auch noch mal, die Diskussion zu führen, sind 30 externe Deputierte eigentlich eine vernünftige Zahl? Man kann es immer in ein Verhältnis setzen zu etwas anderem, was möglicherweise noch schlechter ist. Aber wenn man mal 80 gehabt hat, dann auf 50 gegangen ist und nun 30 hat, dann kann man das einfach nicht. 40% weniger Deputation? Ja, haben wir 40% weniger Deputation? Das habe ich alles verstanden. Man kann Verschiedenes rechnen. Aber irgendwann ist der Punkt erreicht, wo man es nicht mehr so rechnen kann, als wenn es keine Verringerung der externen Deputierten ist. Und ich halte eine Verringerung der externen Deputierten für schwierig. Ich würde es begrüßen, wenn tatsächlich mehr Sachverstand von außen auch in diese Deputationen kommt. Das brauchen wir, und wir haben ja die Erfahrung an unterschiedlichen Stellen gemacht, dass das ausgesprochen sinnvoll ist. Und deswegen ist auch vielleicht noch mal dann die Debatte tatsächlich eröffnet, um die Frage, wie viele Deputierte sind eigentlich, externe Deputierte sind eigentlich sinnvoll und wie viel nicht. Von daher, wie gesagt, gehe ich davon aus, dass das jetzt eine Übergangsregelung ist, die jetzt mit Mehrheit beschlossen werden kann, und wir danach noch mal in eine Debatte gehen, wie wir das Gesetz entsprechend verändern. Vielen Dank. Als nächster Redner ist das Wort der Abgeordnete Röwekamp, Fraktion der CDU.